Zahnpasta. Oh, Zahnpasta, in diesem Sinne. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Days Capes 2. Hier wird mir von der Seite irgendwas reingerufen, was ich nicht verstanden habe, aber sonst scheint auch nicht so schlimm. Hallo, Bloody. Hi. Ey, mach dich ja raus aus meinem Zimmer, du Assi. Appell. Warte mal. Ich verpfeif dich, fick dich. Oh, scheiße. Hallo. Ich hab den Parker mal weggelegt. Macht zu Ciao? Nein, wir haben nichts gesagt. Achso. Die Ärzte, weißt du, was sie gerade gesagt hat? Nein, was hat die Ärztin gesagt? Zu dem Parker. Nicht der schon wieder. Oh lol. Ich habe immer noch illegale Klamotten an. Oh. Das ist überhaupt nicht gut. Naja, wir haben alle illegale Klamotten. Ich meine, wir haben auch die Wärterkleidung. Wir bräuchten noch so Wärterschlüssel. Die müssten wir noch irgendwie. Aber kriegen wir die nicht super egal oder so? Ich guck mal, wie man die craften kann. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel kannst du machen. Aus Plastik. Plastik also und irgend so ein Knetding. Ein Stück Knete. Puder. Wir brauchen aber Puder und Zahnpasta. Es geht auch. Geschmolzenes Plastik geht auch anscheinend. Nee, mit geschmolzenem Plastik kannst du dann den Schlüssel abfärben. Okay, wir haben 2 Sterne verloren. Okay. Ah, Appell, scheiße. Ja. Okay, also wir brauchen jetzt Puder und Zahnpasta. Und? Ja, gut. Gucken wir mal. Lass mich schon anfangen, das zu durchsuchen. Zahnpasta gefunden. Nee. Ich hab Klebstoff gefunden. Oh nein, ich habe hier noch Klebeband, das nehme ich auch noch mit. Kann man nochmal gebrauchen. Und Puder. Ich habe einen Kamm gefunden, den man für später gebrauchen kann. Ein Kamm, daraus kann man, glaube ich, ein Messer machen. Ich habe noch mehr Bleichmittel gefunden. Nee, wir brauchen. Bloody, Achtung, es ist gleich Essenszeit. Ja, ich komme sofort. Ich bin schon mal drin. Damit ich direkt weiter suchen kann. Ich habe die Handschaufel mal weggemacht. So, mein Frühstückszeit ist schon vorbei. Gesundheit. Danke. Noch mehr Zahnpasta, den nehme ich trotzdem noch mal mit. Die brauchen mindestens 2, ne? Ah, da guckt einer in die Truhen. Ah, da guckt einer rein. Ich hab noch einen Kamm und Seife. Der hat irgendwas bei Jay gefunden, so schnell wieder weggerannt ist. Klebstoff habe ich. Oh ja, Entschuldigung, ich wollte nicht hereingehen. Das war aus Versehen. Hier ist Klebstoff. Nee, Klebstoff brauchen wir ja nicht. Warte mal. Wir brauchen zum Craften davon. Für ein Stück Knete brauchen wir das Puder und Zahnpasta. Und wir brauchen jetzt noch Puder. Ich habe schon Zahnpasta, habe ich ja gefunden. Ich habe Energy-Getränke gefunden und ein Dosenlimo. Energy kannst du, damit kannst du deine Energie wieder auffüllen. Deine Blitzenergie. Oh, Tube, nee, Künstlerfarbe und Zucker. Okay, vielleicht verkauft jemand das Puder ja. Ich geh mal gucken. Kann gut sein. Ich werde derweil mal weiter nachgucken. Hallo, Officer, hab nichts gemacht. Officer Bex. Oh lol, hier rollt einer mit genau den gleichen Klamotten rum wie du. Okay. Und nicht schlecht. Aber wir brauchen ein Feuerzeug, ne? Rennt einer einfach mal so mit einem Baseballschläger noch rum. Wir brauchen ein Feuerzeug, ne? Okay. Glaube ich, oder? Ja. Oh, ich kann geschmolzenes Plastik herstellen. Oh ja, gut. Hab ich. Sehr gut. Entschuldigung, ich gehe ja wieder. Ich habe mir gerade eben mal noch Klamotten geholt. Bloody, hast du noch ein bisschen Platz bei dir für illegale Sachen? Ja. Bitteschön. Ich habe dir gerade eine Peitsche gegeben. Jo, nice.
das, das und das fertigen. So. Also ich habe jetzt schon mal einmal dieses geschmolzene Plastik, was wir wahrscheinlich auch brauchen werden. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall, weil da wir müssen das Stückchen Knete holen. Wir müssen die Knete machen, dann müssen wir uns den Schlüssel holen, den Schlüssel in die Knete reindrücken. Dann müssen wir schnell den Schlüssel wieder zurück zu den Polizisten packen, sonst kommt ja Durchsuchung. Und dann können wir in die Knete diese Plaster reindrücken und kriegen daraus den Schlüssel. Also guck mal, hey, warte mal. Knete. Zahnpasta und Puder macht Knete. Wo hast denn du das? Also was für ein Level brauchen wir dafür? Ach, das können wir brauchen, ich bin 70, du bist 70. Ja, das schon, aber... Mauerstein, Lüftungsdeckel... Okay. Warte mal, falscher Lüftungsdeckel, Werkzeug. Ah, nice! Pappmaché, ich brauche dafür Zahnpasta anscheinend und Toilettenpapier. Hm. Mach ich. Die gehen ja einfach so in die Zellen von anderen Leuten. Naja. Machen wir ja auch. Ja, das stimmt schon, aber wir durchsuchen wenigstens noch. Machen die anderen? Wie die Polizei. Scheiße. Ah, Mittag. Hm. Klopapier gefunden, nice. Wofür brauchst du das Klopapier? Ich brauche Klopapier und Zahnpasta für Pappmaché. Ah. Und zwei Pappmaché brauche ich für so einen Lüftungsdeckel. Ah, okay. Damit wir hochgraben können, aber dadurch, ne? Wieder der. Guck mal, ob einer von dem was verkauft, was man brauchen kann. Oh, kurz Polizist. Ah, scheiße. Wir wollen uns als Polizisten aus dem Gefängnis schleichen, ne? Jo. Dafür brauchen wir erstmal die Schlüssel. Puder brauche ich dafür, Puder. Klebstoff gefunden. Es gibt keinen Puder. Es hat keiner Puder. Oh, hier kommt jemand. So, Pappmaché habe ich jetzt einmal und ich brauche aber zweimal. Shame, hast du Puder? Alles. Noch kein Puder. Okay, ich muss mal gerade arbeiten gehen. Hm. Ich habe ein Medikit. Nice. Immer wenn die sich prügeln, bleibe ich jetzt daneben stehen, bis einer K.O. ist und dann räume ich den schnell aus. Ja. Ja, wo bekommen wir jetzt das blöde Puder her? Kann man sich irgendwie herstellen? Hm, gute Frage. Nee, wahrscheinlich nicht. Nehme ich jetzt mal so an, weil das ist halt Puder. Wie willst du Puder machen? Na ja, klar. Ich guck mal. So, mein Arbeitssohn ist erledigt. Tschüss. Hey, wieso kann ich hier durch die lila Türen gehen? Oh fuck, ich komm sofort wieder. Moment. Ja. Ah, hier sind auch noch andere Türen, wo ich reingehen kann. Ist das hier sowas drin? Nee, was ist das? So, ja, ich habe einen Kissenbezug. Kissenbezug? Keine Ahnung, ja, ich brauche nochmal Zahnpasta. Zahnpasta habe ich. Diese blaue Tube, was ist das? Eine blaue Tube? Ja, so eine Colgate Zahnpasta. Ja. Hm, und ich brauche Klopapier. Ich habe Bleichmittel gefunden. Ja, aber ich brauche doch immer noch Puder. Kann ich hier rein, ne? Jordan, hast du was für mich? Postadresse? Hä? Sportzeit. Klebstoff. Ja, aber was machst du denn mit dem Klebstoff? Ja, ja, ich gehe ja schon. Warum bist du nicht fertig? Also darfst nicht.
Mist. Wir verkaufen die meisten Scheiß gleich. Duschzeit. Ich bin schon fertig geduscht. Okay. Mal sehen, vielleicht kann ich mir ja Puder bestellen oder so. Puder. Ich gehe jetzt mal in meine Zelle, leg mal gerade das Bleichmittel ab. Hier sind auch noch. Derweil suche ich nach Klopapier. Klopapier. Oh, scheiße, hier sind wieder. Ach nee, die Hunde sind ja im Zwinger. Nee, die Hunde sind erst auf 3 Sterne dabei. Okay. Ich kann diesen Schrank nicht öffnen. Jetzt kann ich das heißen. Handcreme und Keks. Scheiße. Ich brauche Klopapier. Wozu machst du das Pappmaché eigentlich? Falls wir nachts immer rumdaggeln wollen. Ja, aber wofür ist dann das Pappmaché? Ich brauche 2x Pappmaché für so ein Gitter. Ach so. Das ist aber ein Fake-Gitter. Damit werden sie nicht sehen, dass da, dass es wirklich eingebrochen wurde, beziehungsweise kaputt gemacht wurde. Okay. Alles klar. Ich finde die Telefonzelle nicht. Irgendwo konnte man doch hier telefonieren. Ja, ich gehe ja schon. Vielleicht hier? Ich finde kein Klopapier mehr, scheiße. Kann nicht sein. Keine Ahnung. Ich finde es nicht, Bloody. Mach was. Ich suche ja schon. Pulver. Ach, hier. I. Was ist das? Handeln? Ich kann hier handeln? Telefon. Ausbruchstriff. Kammmesser, Topf, Pflanze. Check ich nicht. Ach, bei mir sind ja gar keine Telefone zu sehen. Hä? Nicht? Mir schon. Ups. Er hat nix. Nee, der hat nix. Kommt denn da wer, der dann mit dir handeln kann? Ich hab schon mit allen versucht zu handeln. Gibt ja niemanden. Ich hab grad nicht mehr was Illegales dabei. Ach doch, meine Klamotten, die ich immer noch anhab. Ich habe immer noch die gepanzerte Kleidung an. Hab ich nicht vergessen. Alter, ich finde kein Klopapier mehr. Ich habe Puder gefunden. Nice. Aber ich glaube, die Leute haben es auch immer am Tag immer anders, ne? Also es ist nicht immer gleich. Mhm. Ich finde kein zweites Klopapier. Hast du schon bei mir mal geguckt? Naja, noch nicht. Nee, ich habe auch keins. Ich kann jetzt was craften. Zack. Jawohl, jetzt habe ich ein Stück Knete dabei. Wenn du einen bewusstlosen Wärter plünderst, kannst du schnell einen Abdruck seines Schlüssels nehmen oder seine Schlüsselkarte kopieren. Ah, einen Schlüsselkartenkopierer könnte ich theoretisch auch bauen. Warte mal, wer bräuchte das und das? Craft. Das. Nee. Ah, dafür bräuchte ich noch die. Alles klar. Okay.
Radi? Ja. Soll ich dir sagen, was wir... Lass uns das jetzt machen, lass uns das jetzt machen. Hier ist gerade ein Polizist. Oh nein, hier sind zwei Polizisten. Wir müssen hier einen Polizisten K.O. hauen. Schnell den Schlüssel holen. Und den nehmen? Läuft er mit der Keule rum. Okay. Ja. Mach doch das dumme Menü zu, Crafting. Ja. Fertigen. Ja. Okay, weg hier. Bin schon weg. Barry, wo bist du? Ich gebe dir den Schlüsselabdruck. Komm her. Nice. So, jetzt brauche ich noch gerade das hier und das hier. Hä? Warte mal. Ich habe einen grünen Schlüssel. Lompi? Ja? Was los? Du brauchst einen grünen Schlüssel? Ich habe einen. Warte mal. Ah, nee, ist immer random, was du bekommst, okay. Oh, Appell. Ich habe einen Schlagstock geklaut. Scheiße. Hab doch gar nichts. Okay. Nein. Weg hier. Was? Hallo. Was hast du mit dem Schlüssel gemacht? Der ist bei mir in der Sicherheit, im Sicherheitsfach. Okay. Oh fuck, ich bin K.O. Ich hatte mich gerade auf der Karte, auf der Minimap, was mit dem Schlüssel gesehen. Ah, das ist ein Polizist jetzt auf der Karte und der hat einen Schlüssel über dem Kopf. Bei mir. Rennt er das die ganze Zeit schon so einer mit dem Schlüssel über dem Kopf rum? Ja. Okay, Bloody. Wollen wir das jetzt machen oder wollen wir das am nächsten Tag machen? Wenn der Stern weg ist. Ich muss sagen, wenn der Stern weg ist. Mhm. Aber ich werde gerade wieder zum Einzelhaft gebracht. Echt? Wieso das? Weil ich einen Polizisten gehauen habe. Warum machst du sowas? Ich helfen wollte, aber gut. Nee, sollte... nee, ich werd gar nicht in die Zelle, ich werd einfach nur erschlagen. Ah, so. Okay. Wo ich ganz zurück in die Zelle. Ich glaube, in Einzelhaft kommst du nur, wenn du beim Ausbruchsversuch erwischt wirst. Ja, aber ich bin nicht ausgebrochen. Also, ich hab einen grünen Schlüssel, aber kann das sein, dass die Schlüsselfarben noch, dass es noch Schlüsselfarben gibt? Hm. Na, guck mal, wir haben ein rotes, wir haben eine rote Tür. Aber wir haben nur einen grünen Schlüssel. Das heißt, wir können bis jetzt nur die grünen machen. Ach so. Okay, also brauchen wir jetzt noch einmal Knete. Nicht nur das. Okay, alles klar. Wir müssen nochmal einen Polizisten erschlagen. Kein Thema. Ich meine, wir können mit dem grünen Schlüssel auf jeden Fall schon mal hinterher in die Küche rein. Hm. Oh, scheiße, knapp mal hier mehr. Nein! Idiot. Okay, ich brauche bloß noch einmal Puder, dann kann ich wieder, kann ich noch einmal Knete bauen. Ich hab Klopapier. Brauchtest du Klopapier? Ja. Okay. Ah, sehe ich das bei mir auch, dass er den Schlüssel über den Kopf hat. Oh, zweiter Klebstoff, sehr schön. Damit habe ich jetzt zwei. Jetzt brauche ich noch zweimal Klopapier. Wieso rennt er schon wieder hinter mir her? Ficke dich. Warum rennt der Bulle hinter mir her? Oh, scheiße. Ich hab keine Ahnung, warum der Polizist jetzt hinter mir hergerannt ist. Alter! Was will er denn? Bloody! Ja. Bist du beim Frühstück? Wo bist du? Nee, noch nicht. Ich lauf gerade zum Frühstück hin. Ja, okay. Pass auf, bleib da stehen. Ich hab ein kleines Polizeiproblem. Du auch?
Ja. Okay, dann sollen sie mal halt nicht schlagen. Massenprügelei mit der Polizei. Aber hey, ich werde zur Krankenstation gebracht. Scheiße, die haben die Kelle weggenommen. Achso, ja, dann ich kann ich jetzt. Ich hab noch eine. Ja, das Klopapier. Sehr schön, jetzt brauche ich noch eine. Wir müssen jetzt aufpassen, was wir machen. Ja. Fuck. Hier war auch nichts drin. Vielleicht müssen wir uns einen Polizisten holen, der keinen blauen unter dem Kopf hat. Oder pass auf. Das sehen wir ja gar nicht. Ja, der keinen blauen Schlüssel über dem Kopf hat. Auf der Karte. Nee, das sehen wir ja gar nicht. Wir sehen ja nur den einen grünen Schlüssel, weil wir den gerade haben. So. Wir sehen nur den Schlüssel, den wir haben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mehrere Polizisten erstmal K.O. schlagen, damit wir dementsprechend dann die Schlüsselvariante machen können. Okay, ich kann auch eine Karte kopieren. Das Problem daran ist, wo wollen wir die Karte verstecken? Ich weiß nicht, ob das oben geht. Oberhalb. Ich habe Leichmittel gefunden. Ja, Leichmittel finde ich ja überall. Gefühlt. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Eine Weile. Puder. So, jetzt brauche ich noch einmal nur Papier. Hab ich nicht. Ach, das ist gar nicht meine Zelle hier. Tintenfass. Brauchst du nicht ein Tintenfass? Nee, ein Tintenfass brauche ich nicht mehr. Gut. Wir können nur abhauen, wenn wir dann auch die, die Wärterklamotten haben. Ja, aber wir brauchen die Schlüssel für. Okay, also jetzt mache ich hier nochmal Kleider. Gut, ich guck mal mit dem Crafting-Menü. Auf jeden Fall haben die Leute Tag für Tag andere Sachen zum Verkauf. Brauchst du Zahnpasta? Ja, ne? Nee, brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Es gibt einen blauen Schlüssel, es gibt einen grünen Schlüssel. Einen roten, gelben. Ein lila, rot und gelb. Einen grünen haben wir schon. Und irgendwo kann ich auch Karten kopieren. Das suche ich gerade. Ich habe jetzt einfach mal zwei weitere. Oh, Mittagessen. Da wurde schon wieder ein Polizist weggetragen. Ja, nice. Scheiße, die haben meine Leiterplatte geklaut. Keine was? Ich hatte eine Leiterplatte, die wurde geklaut. Ah, scheiße. Fuck. Weil damit hätten wir den auch eine rote Schlüsselkarte kopieren können. Alter, jetzt geht's schon wieder voll ab. Ich brauch doch nur. Und mein Knüppel ist auch weg. Stell ich gerade fest. Ja. Muss da irgendeiner Klopapier haben, hallo? Nö. Natürlich nicht. Okay, ich gehe zur Arbeit. Jo, ich komm mit. Ich habe immer noch keinen Job. Kannst du überhaupt bei mir rein, wenn ich die Tür öffne? Nö, ne? Weiß nicht. Okay, was können wir mit den grünen Schlüssel alles aufmachen? Vielleicht reicht er ja schon. Theoretisch alle grünen Schlüssel. Alle grünen also Türen. Aber welche Türen brauchen wir, um auszubrechen, ist die Frage. Das ist nicht. Am besten wäre es, wenn wir alle haben. Ich gehe mal die grünen von hier aus. Ich nehme an, dass wir den aus dem Polizistenausgang raus müssen. Wir können es ja mal probieren, aber. Nee, das.
zu riskant. Ja, würde ich auch sagen. So, ich geh mal hier. Ich würde das gerne eher versuchen. Aber also die blauen sind für die Lüftungsschächte. Für die Hintergänge. Hier eine rote, hier ist rot. Okay, wir brauchen also definitiv einen roten Schlüssel. Nicht nur den. Und Wachmann Forster müssen einen roten Schlüssel haben. Der ist hier nämlich gerade durchgegangen. Es gibt nur ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Sind die Schlüssel illegal? Nee, es sind Plastik, die suchen nur nach Metall. Nee, es geht. Die Dinger, die suchen nicht nach Metall, die Dinger, die suchen nach illegal. Ich denke mal, was illegal sind, das sind ja kopierte Schlüssel. Ich geh mal oben gucken, ob ich da was finde. Gibt's überhaupt hier oben Zellen? Nee, ne? Nee, sind alle unten. Jetzt ist die Frage, wo. Sportzeit. Klopapier gefunden, nice. Ach, das ist doch wieder nicht meins. Ich denke immer, das ist meins, dabei ist es gar nicht meins. Wie viele Minuten haben wir schon? Sportzeit, okay. So, ich gehe mal gerade Richtung Dusche. Wie die direkt wieder abgehen, alle. Hä? Ist gerade jemand verschwunden. Achso, da ist er mit. Ich habe mir gerade mal Klebeband gekauft. Ich dusche mich jetzt erstmal ordentlich. Aber warte mal, das bringt eigentlich gar nichts, ne? Wenn die Hunde dich suchen, wahrscheinlich geht das, um den Duft von dir wegzubekommen, wenn du die Klamotten tauschst. An der anderen zu lassen. Eventuell. Okay. Ich brauche bloß noch einen Baseballschläger, dann kann ich mir wieder einen guten Baseballschläger bauen. Einen guten Baseballschläger? So, halt, wo ist mein Besen? Da. So, ich habe jetzt schon mal ein Ding dafür. Muss ich noch irgendwie gucken, dass ich. Oh, ist Duschzeit, scheiße. Eine Spitzhacke. Spitzhacke, dafür brauche ich. Weiß schon. Klebeband, Brecheisen und Griff. Ich das noch schaffe? Aber ich weiß. Wir haben sogar noch ein paar im Griff. Komm schon, komm schon. Ja, ich beeile mich ja schon. Gerade so noch. Ja. Geschafft. Okay, wir müssen jemanden ausschalten, der einen roten Schlüssel hat. Ich beobachte mal, wer jetzt hier vielleicht aus dem roten Bereich noch rauskommt. Da kommt gerade einer raus. Den schnapp ich mir jetzt. Ein Griff. Hat jemand einen Griff? Weißt du, dass du vielleicht weißt? Rabenbrotzeit ist, ne? Ja. Wir haben grüne Schlüssel gefunden. Den brauchen wir nicht. Ja, grün? Ja, ich weiß, ich leg doch schon einen Zahn zu, Mensch. Verdächtiger an Sicht. Nein, lass mich in Ruhe. Ich brauche einen Griff, Mann. Haben die mich K.O. geschlagen. Gut, ich kann die Spitzhacke herstellen. Oh Mann. Also zumindest eine normale kann ich herstellen. Hat mit der noch? Fragezeichen? Scheiße. Fragezeichen. Gut, also der Plan steht. Wir brauchen einen roten Schlüssel, um rauszukommen. Was brauche ich jetzt nochmal? Ah, ich brauche noch einen Holzstock. Holzstock? War doch irgendwo einer, der verkauft was. Ach, scheiße. Ey! Warum prügelt der mich nochmal? Polizeigewalt. Ich kann mit keinem mehr reden. Nein, ich brauche für... Hast du 60 Goldmünzen zufälligerweise? Ah, oh, fuck. Nein. Ich kann dir sowieso kein Geld geben. Nee, aber du kannst mir das Item kaufen.
Achso, ja. Ah, passt schon, ich hab's gerade gefunden. Oh, hab ihn K.O. gehauen. Was, komm schon. Nice. EC, das, fertig. Oh Gott. Nein, Bloody! Jetzt schon wieder. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich habe von dem den Schlüssel kopiert und dann haben die den aber direkt ins Krankenhaus geschafft. Na. Aber du hast deine Schlüsselkopie versteckt, oder? Ja. Gut. Jetzt haben die direkt alles. Ich chill jetzt gerade. Der Hund ist unterwegs. Ich chill gerade schön in der Bay. Ja, warte mal. Oh, Gott sei Dank. Scheiße, Alter. Sorry. Plastikschlüssel suchen wir jedenfalls nicht. Ich konnte ihm den Schlüssel nicht zurückgeben, weil der halt direkt ins Bett gelegt wurde. Also keine gute Idee, die direkt im Krankenhaus zu machen. Nee. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen den weiteren Erfolg oder Misserfolg in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play. Die Escapist 2. Haut rein, bis dahin und tschaußen. Ciao.